Heieiei. Ach Leute, es ist so ein wunderschöner Tag. Eigentlich das perfekte Fahrradwetter. Aber mein alter Drahtesel hier stand den ganzen Winter über schön im Keller. Und was ist passiert? Nichts Gutes. Die Reifen sind platt, die Bremse ist kaputt, Licht geht nicht, hier hinten klappert alles. Das Einzige, was noch funktioniert, ist die Klingel. Das ist auf jeden Fall nicht gut, denn dieses Fahrrad ist absolut verkehrsunsicher. Und deswegen heißt es heute Pimp Your Bike bei Kika Life. Ach, und damit das Gefrickel am Bike nicht zu langweilig wird, bin ich mit einem absoluten Vollprofi verabredet. Für ihn ist ein Rad eigentlich nur ein weiteres Körperteil. Er ist einer der besten Trickser der Welt. Und uhu, er ist hier im Erzgebirge zu Hause. Und sein Name ist Lukas Knopf. Mensch, ey, zwei Bikes und zwei richtig coole Typen, Lukas, dass wir uns nicht schon früher kennengelernt haben, keine Ahnung. Grüß dich. Sag mal, wie viele von so krassen Rädern und wenn ich dich so springen sehe, hast du schon gecrashed in deinem Leben? Also über 5 auf jeden Fall, wenn nicht sogar 10. Du bist Radprofi in diversen Disziplinen. Ich persönlich kenne nur Downhill und Trixi oder so. Was machst du sonst noch so? Eben wie gerade angesprochen, Downhill, wo man Berge runterfährt durch Wälder, Stock und Stein. Meine Hauptdisziplin allerdings ist Slopestyle, nennt sich das. Man fährt einen Hang runter, einen Slope und macht dort mit besonders viel Style seine Tricks. Das ist meine Hauptdisziplin, Rückwärtssalto, Vorwärtssalto, Fahrraddrehen auf sämtlichen Hindernissen. Dann Freeride, das ist ein bisschen eine andere Form, eigentlich wie Downhill, aber man bringt noch ein paar mehr Tricks mit ein, also ein Mischmasch aus dem Slopestyle und Downhill. Und dann gibt es noch das sogenannte Enduro, wo man eben auch einfach mal ein paar Strecken fährt, mal ein paar Berge hoch und am Ende natürlich die Berge auch wieder runter. Das ist das, was mir Spaß macht. Cool. Ja, ich habe ein kleines Problem. Und zwar ist mein Rad eigentlich quasi komplett zerstört. Ich kenne mich aus. Ich habe auch ein paar Tipps und ein paar Hacks für dich. Das Fahrrad kriegen wir auf jeden Fall wieder hin. Cool. Da würde ich sagen, wir starten, oder? Wo machen wir das? Ein bisschen da drüben? Auf geht's. Wie checkst du dein Rad, wenn du es aus dem Keller holst? Wenn ich es aus dem Keller hole, Schritt Nummer 1, ganz wichtig, sonst fährt ein Fahrrad nicht. Der Luftdruck muss stimmen. Düdüm. Und da muss auf jeden Fall wieder Luft drauf, das ist das A und O. Genau, ich pump, du bist zu Gast heute. Ach komm, das ist aber immer... Soll ich was anderes machen? Soll ich klingeln? Wie oft pumpst denn du dein Rad auf? Boah. Achtest du da drauf, bevor du jetzt losspringst? Ja, weil bei mir im Sport ist es tatsächlich abhängig, wie viel Bar ich fahre. Umso mehr ich drauf habe, umso weniger Rollwiderstand habe ich und umso schneller bin ich. Sollte genügen. Wahnsinn. Noch ein. Machst du auch nicht zum ersten Mal, ne? Nee, halt wie gesagt, ich mag es, dass mein Fahrrad jeden Tag so funktioniert wie auch am Tag zuvor und ich mich da voll und ganz drauf verlassen kann. Ja. Bremse ist irgendwie, da geht gar nichts mehr, weiß ich auch nicht, was da los ist. Genau, da ist hier der Bautenzug ausgehangen und der muss hier wieder rein. Klack, ist wieder drin. Und jetzt funktioniert's. Ja, probier. Jawohl. Allerdings sind deine Bremsbeläge auch fast runter. Da würde ich mal ein Auge drauf werfen, dass du dir vom Profi demnächst mal ein paar neue Bremsbacken versorgst. Sehen noch gut aus, aber ich sag mal, wenn du damit jeden Tag zur Arbeit fährst oder fahren würdest, dann machen die vielleicht noch einen Monat mit und dann mal aufpassen, ja? Ja. Licht habe ich vorhin ausprobiert, ist zwar noch hell draußen, funktioniert aber trotzdem nicht. Geht gar nichts. Licht ist aus. Ja, hier dein Stecker raus. Ist doch nicht dein Ernst, das war jetzt der Grund oder was? Ja, flackert wieder. Ja, ein bisschen peinlich. Ja. Deins ist ja nur rausgesprungen, aber auch wenn das abreißen würde, sowas immer mal wieder checken, auch für die Leute. Und kontrollieren, daheim, ne? Genau. Sonst heißt es nämlich, das Licht ist aus, ich schieb nach raus. Genau. Aber ich habe
mich darauf vorbereitet. Es gibt nämlich diverse Lampen und Lichter und so weiter. Und heutzutage ist tatsächlich erlaubt, solange es nicht flackert, glaube ich, darf man jedes Rad einfach mit Taschenlampen fahren. Oder wie nennt man das? Rücklichter, Frontlichter? Genau. Können Sie ja mal demonstrieren. Ja. Die haben ja so einen Gummi, den man dann hier drum spannen kann. Oh. Und dann hat man schon mal eine Lichtquelle mehr, ne? Natürlich auch generell jetzt nicht nur hier am ganzen Fahrrad, auch nach dem Winter mal die Schrauben checken, dass überall alles, die ganzen Muttern und Schrauben, dass die fest sind. Und genau dasselbe ist jetzt nämlich auch hier das Problem, dass die Schraube von deinem Schutzblech rausgedonnert ist. Ich habe hier ein Schräubchen für dich. Und das hat hier nämlich gefehlt, ist scheinbar mit der Zeit mal locker geworden, dann abgeflogen und dann kriegen wir das hier alles wieder durch mit ein bisschen Fingerspitzengefühl, Kontermutter ran. So, jetzt ist doch eigentlich verkehrssicher, oder? Ich könnte losfahren, oder? Fast. Wie du siehst, hast du nur noch ein Katzenauge in deinem Hinterrad. Und es müssen, soweit ich mich entsinnen kann, pro Laufrad 2 Katzenaugen mindestens rein. Okay. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir an. Du machst hier noch eins, ich mache hier noch eins. Und du machst vorne 2. So. Wie stehst du zum Thema Helm? Helm ist natürlich ein Muss. Vor jeder Saison den nochmal checken, ob die Polster nicht irgendwie zu klein sind oder da eine neue Größe her muss. Aufs Schatzkästchen sollte auf jeden Fall aufgepasst werden. Genau. Vielen Dank, dass du mir hier geholfen hast, dieses Rad fertig zu machen. Bitte, bitte. Ich würde sagen, ihr schaut euch jetzt noch mal ein paar richtig krasse Stunts von diesem jungen Mann an und danach zeigen wir beide euch an dem richtig coolen Fahrrad, wie man sein Rad für die härtesten, ich sage mal, Stunts richtig aufbaut. Exakt. Also du hast auf jeden Fall ein richtig krasses... Bike. Manche Kids und Jugendliche haben wahrscheinlich auch Bock auf den Sport oder haben vielleicht schon ein richtig cooles Rad zu Hause. Haben aber Schiss, dass kaputt geht oder zerkratzen könnte. Da hast du ein paar Hacks, dass man das Rad, ich sag mal so, ein bisschen länger benutzen kann? Definitiv, da habe ich einige für dich. Hack Nummer 1, den ich dir gern zeigen würde. Ich habe mal einen alten Schlauch von mir mitgebracht. Der hat irgendwo ein Loch. Und jetzt kann man hier mit dem Schlauch und mit ein paar Kabelbinder sich einen optimalen Kettenstrebenschutz bauen. Aus einem alten Teil, was man auch nicht wegwerfen muss. Ist dann natürlich auch sogar wieder gut für die Umwelt. Ne? Jetzt fädelt man den hier durch. Schichten lässt den hier ein bisschen überlappen und im Endeffekt wird er dann mit Kabelbinder festgemacht und fixiert und dann hat man da einen schönen Schutz, damit man sich nicht den schönen neuen Rahmen versaut. Perfekt. Läuft. Ich habe noch was für dich und zwar haben wir ja noch diesen Reifen. Man könnte sich jetzt noch einen Rahmenschutz bauen für hier unten, indem man einfach ein Stück von dem Reifen auseinanderschneidet, den hier ranmacht, auch wieder mit Kabelbinder fixiert und dann hat man einfach einen Rahmenschutz. Einen habe ich noch für dich. Der beinhaltet wieder was für die Jungs, die echt gesagt haben, du, ich fange mit dem BMX-Fahren oder mit dem Dirtbike-Fahren an. Und zwar habe ich hier an meinen Kurbeln eine Rohrschelle rangebaut, die kommt aus dem Sanitärbereich und jetzt reibt dieses Gummiteil an der Kurbel und bringt da ein bisschen mehr Reibung drauf, was dazu führt, in Zusammenarbeit mit der gespannten Kette, dass sich bei den ganzen Tricks, wo ich meine Füße vom Bike wegstrecke, die Kurbeln und die Pedalen an der Stelle bleiben, wo sie auch zuvor waren. Und man die Pedalen immer wieder findet. Verstehe, das heißt, du springst quasi in die Luft, trittst nochmal, hopp, 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 springst in die Luft, lässt los in den Füßen und die bleiben sofort so stehen. Hast du gesehen, bewegt sich nichts, bleibt wie sie ist. Und das du weißt, wo du wieder landest. Genau. Herrlich. Deswegen sind wir quasi fast schon perfekt. Mein Rad ist fertig, ihr habt ein paar richtig coole Hacks bekommen, wie ihr weiterkommt, vor allem in dieser Sportart. Und das Letzte, was wir jetzt machen, ist, Bernie auch noch ein bisschen zu pimpen. Bis gleich.
Es war mir ein Fest, bei dir zu sein, mein Lieber. Ich wünsche dir viel Glück, keine Knochenbrüche und man sieht sich sowieso irgendwo nochmal. Komm gern wieder, wenn du Tipps und Ratschläge brauchst. Life's short, stand it. Oh Gott! Ich habe Kicker Live mal wieder überlebt. Leute, holt jetzt die Räder aus dem Keller, macht sie fit und verkehrssicher, dann habt ihr ganz viel Spaß draußen. Mehr von Lukas und natürlich auch von uns gibt's im Internet. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss. Ich hab dir ganz viel Spaß draußen. Mehr von Lukas und natürlich auch von uns gibt's im Internet. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss. Ich glaub das gar nicht. Alles heil. Stark.